Einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen im Namen der Metron AG. Ich darf Sie zu dem Industriesymposium Kontrastmittelprotokolle in der Computertomographie, worauf es wirklich ankommt, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jörg Feber und ich führe Sie heute durch dieses Symposium. Einige von Ihnen kennen mich eventuell von vergangenen Kongressen oder anderen Fachveranstaltungen. Ich bin bei Metron verantwortlich für den Vertrieb in Deutschland und somit Ansprechpartner für die Injektoren und das Verbrauchsmaterial. Sie haben während dieses Symposiums die Möglichkeit, Fragen einzureichen über die Funktion F und A, die Sie in Ihrer Zoom-Leiste finden. Die Chat-Funktion ist heute deaktiviert und am Ende des Symposiums werden wir möglichst viele Fragen aufgreifen, die Herr Riemer versuchen wird zu beantworten. Ein schriftliches Handout des Vortrags werden wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, nach kurzer Kontaktaufnahme über die Webadresse oder die Mailadresse webinar@metron.com. Ich wiederhole nochmal, webinar@metron.com für ein Handout. Als nächstes möchte ich Ihnen unseren Redner vorstellen, Herrn Alex Riemer. Alex ist MTA und Experte für Computertomographie. Er arbeitet seit 10 Jahren freiberuflich als Anwendungsspezialist, Trainer und Dozent für Computertomographie und Bildnachverarbeitung. Außerdem ist er Autor des Fachbuchs Computertomographie für MTA und Radiologietechnologen. Ich werde mich im Anschluss an seinen Vortrag nochmal dazuschalten, um die Fragen an Herrn Riemer weiterzuleiten. Nun möchte ich aber das Wort und das Bild an Herrn Riemer weitergeben. Lieber Alex, bitteschön. Einen wunderschönen guten Abend zusammen und vielen lieben Dank, lieber Jörg, für die einleitenden Worte. Ich freue mich, dass aktuell 85 Personen sich die Zeit genommen haben, in den nächsten Minuten diesem sehr, sehr spannenden Thema zu lauschen. Ich möchte gar nicht so viel Vorrede verlieren, weil die Zeit ist knapp und ich hoffe, viele interessante und hilfreiche Informationen für Sie, damit Sie im Alltag bei der Kontrastmittelinjektion ein bisschen sicherer werden, beziehungsweise einfach ja, wissen, worum es tatsächlich geht. Vielleicht schon mal ein Hinweis vorweg, der Jörg wird das gleich nachher auch noch mal sagen. Nächste Woche Mittwoch, gleicher Zeit, gleicher Ort, nee, gleiche Zeit, gleicher Ort, so rum, findet ein weiteres Webinar statt von der Firma Metron mit mir zusammen und dann machen wir sozusagen, dass die beiden bauen aufeinander auf. Also wem das jetzt gefällt, der ist natürlich auch herzlich, der oder die ist natürlich auch herzlich eingeladen, dann in einer Woche nochmal zur gleichen Zeit am gleichen Ort dabei zu sein. So, bevor wir aber einsteigen in das Thema Kontrastmittelprotokolle, möchte ich noch ein paar Worte zu einem, ja, ich finde, sehr, sehr spannenden Thema verlieren, weil es gibt mittlerweile tatsächlich keinen Grund mehr, warum man immer noch Single-Use betreibt, aus meiner Sicht zumindest mal. Es ist folgendermaßen: Ich habe vor einigen Jahren, ganz ehrlich, es ist einige Jahre her, da war mir dieses Thema Hygiene, ja klar, es war präsent und habe aber tatsächlich die Tragweite der Radiologie in dem Konzept der Hygiene noch nicht so ganz begriffen gehabt damals. Und dann habe ich auch gedacht, ja, was soll bei Kontrastmittelgaben auch schon groß passieren? Und dann habe ich diese Folie gesehen in einem Vortrag von der Anke Wilmes und da wurde mir erst mal klar, alter Schwede, wir reden hier nicht von irgendwelchen Zwischenfällen in, keine Ahnung, in irgendwelchen Slums oder in irgendwelchen, was weiß ich, Krankenhäuser im Urwald oder ähnliches. Nein, das sind in der Zivilisation sozusagen überall da, wo auch moderne Medizin betrieben wird, da passiert sowas. Und da wurde mir erst mal klar, hey, hier geht es um was. Und es ist noch gar nicht so lange her, 2019, diese große Sache in Köln, wo sich doch eine ganze Menge Patienten angesteckt haben. Also das ist ein Thema, was präsent ist und gerade die Kontrastmittelinjektion und gerade auch in der Radiologie, wo wir ja unglaublich viel Patientenwechsel haben, aus allen möglichen Bereichen kommen die Patienten vorbei. Uns fällt ein sehr, sehr wichtiger Teil in der Gesamthygiene tatsächlich zu.
Und wenn ich so ein bisschen durch die Institute gehe, was ich ja tue regelmäßig, dann finde ich solche Situationen. Also immer dann, wenn so eine durchgestrichene 2 da auf den Verpackungsmaterialien ist, hier dann oder auf den Verbrauchsmaterialien ist, dann bedeutet das nur einfach zu nutzen. Und so war das früher eigentlich Standard überall. Alle Injektoren hatten vor vielen Jahren tatsächlich nur diese Einmalnutzung. Das bedeutet aber eigentlich auch, dass, und das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass man sie nur einmal benutzen darf. Und sowas findet man dann doch recht häufig. Ne? Kolben, Zweif-Einfach-Benutzung, Transfer-Set-Einfach-Benutzung. Gut, und dass der Patientenschlauch nicht mehrfach benutzt wird, das ist, glaube ich, allen klar. Aber das ist halt tatsächlich noch Alltag. Dann gibt es die einen oder anderen, die sagen, oh, na gut, dann machen wir wenigstens das Transfer-Set schon mal als 8-Stunden-Lösung. Aber das ist tatsächlich alles nicht besonders sinnvoll. Und zwar möchte ich kurz einen Hinweis geben. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehört von der Frau Dr. Geibler. Das ist eine Fachanwältin für Medizinrecht. Und sie sagte, es hat sich in der Rechtsprechung was verändert. Bisher war es immer so, wenn ein Patient oder jemand, der klagen möchte, klagen will, dann muss er beweisen, dass es ein Fehlverhalten bzw. eine Schwachstelle in dem System, zum Beispiel der Radiologie, gibt, was sehr, 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 sehr schwer war und ist immer noch. Es hat sich aber in der Gesetzeslage was verändert und mittlerweile reicht der Verdacht eines Patienten, wie auch immer, dass irgendwas aus hygienischen Gründen nicht einwandfrei läuft, der kann das anzeigen und dann muss das Institut, die Radiologie, beweisen, dass sie alles richtig gemacht haben. Und das ist manchmal, ehrlich gesagt, manchmal genauso schwer wie das andersrum. Also wir haben eine Änderung in der Rechtsprechung und ich glaube, nicht nur aus dem Grund, sondern insgesamt auch aus dem Grund, dass es einfach sicherer und vernünftiger ist, ist mein Hinweis, tatsächlich jeder Hersteller verfügt mittlerweile über, aus meiner Sicht zumindest mal, so viel ich informiert bin, über Multi-Use. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie Sie arbeiten, ob Sie im Krankenhaus sind, wo Sie viel Durchsatz haben, wo Sie 24 Stunden rund um die Uhr im Prinzip das System betriebsbereit haben müssen, dann sind natürlich solche 24 Stunden Verbrauchsmaterialien super. Wenn Sie im Prinzip sagen, nein, jede Schicht oder in der Praxis und Sie machen nur 8 Stunden, dann sind natürlich die 8 Stunden auch ausreichend. Vielleicht wichtiger Hinweis noch, auch wenn die Verbrauchsmaterialien 24 Stunden halten dürfen oder zumindest verwendet werden dürfen, wenn Sie Kontrastmittel anbrechen und aufstecken oder wie auch immer, dieses muss nach etwa 10 Stunden verbraucht sein. Das ist die Verbrauchszeit, in der man das Kontrastmittel verbrauchen muss. Sonst muss man es verwerfen. Das heißt, wenn Sie, also auch die 24 Stunden machen wirklich Sinn, wenn Sie auch regelmäßig das Kontrastmittel da durchlaufen haben und nicht einfach morgens aufbauen und nach 24 Stunden wieder abbauen. Achten Sie bitte darauf, ist mir persönlich sehr wichtig, weil es gibt zum Teil Hersteller, die haben zwar auch Multi-Use, aber dann müssen Sie das alles sehr intensiv zusammenbauen. Das ist so ein bisschen jugendforscht aus meiner Sicht. Das sind immer Kontaktflächen. Also bitte nutzen Sie immer Verbrauchsmaterialien, die fest, also vorverbunden sind, die Sie im Prinzip nur noch an die Flaschen bzw. an das NACL und an die Kolben anschließen müssen, wenn Sie einen Kolbeninjektor haben. Und was auch ganz nett ist, gerade das Thema Spikes ist ja immer so ein Thema. Und da finde ich es eigentlich ganz nett, wenn Sie Verbrauchsmaterialien verwenden, wo die Spikes austauschbar sind und Sie nicht immer das komplette Set im Prinzip entfernen müssen. Und natürlich der Patientenschlauch ist Single Use Only, aber das ist, glaube ich, allen wirklich klar. Also aus meiner Sicht gibt es kein Sollte, Hätte, Würde, Könnte. Es geht nur noch um Machen. Und deswegen lege ich es Ihnen ans Herz, auch aufgrund der aktuell veränderten Rechtsprechung. Vielleicht ist es ein Grund, mal drüber nachzudenken. Nicht, dass es nachher irgendwann mal schwierig wird. Und dann habe ich noch was. Ich habe nämlich heute, kurz bevor ich hier in mein Studio gegangen bin, ist mir noch was eingefallen, was ich Ihnen auch gerne noch mitgeben möchte, was auch ganz wichtig ist bei der Kontrastmittelinjektion. Und zwar ist das Thema der Verweilkanüle. Das sind so die klassischen Verweilkanülen, die wir verwenden und die verwenden wir seit Jahrzehnten und das klappt alles wunderbar. Nur der Hinweis, diese Verweilkanülen sind schon noch nie und sind es auch aktuell noch nicht für die Hochdruckinjektion offiziell zugelassen. Die sind nur für die Schwerkraftinfusion zugelassen. Das war so lange kein Problem, solange es keine Alternativen gab. Aber es gibt sie.
Es gibt zum einen die Verweilkernmühle von der Firma Becton und Dickinson. Die ist, das ist zumindest meiner Meinung nach, die erste, die ich kenne, die oder kennengelernt habe, die für die Hochdruckinjektion zugelassen war, wo sie tatsächlich auch mit einer blauen Verweilkernmühle einen 7,5er Flow geben durften. Wobei auch da bitte der Hinweis, nicht die Nadel oder die Verweilkernmühle ist der limitierende Faktor, sondern die Vene des Patienten. Wir legen ja nicht umsonst blaue Nadel. Also da bitte, ne, wenn das eine brüchige Vene ist und sagen, oh, ich kann jetzt einen 7er Flow geben, dann ist das vielleicht, sollten Sie drüber nachdenken. Aber es gibt mittlerweile auch eine zweite, denn diese von der Firma Becton und Dickinson, die hat ein anderes Handling. Und das ist für den einen oder anderen, wir sind ja irgendwie alle ein Stück weit Gewohnheitswesen, ein anderes Vorgehen beim Punktieren. Und die Firma Braun hat jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit eine Verweilkanüle Introcan Safety 3 rausgebracht. Die hat keine Zuspritzfunktion, ist vom Handling so genauso wie die bisherigen auch. Sie ist deutschlandweit Sprechstundenbedarf. Das werde ich nämlich immer gefragt. Ja, kann man das, ist das denn Sprechstundenbedarf? Ja, wir haben uns gekümmert. Ich habe mich mal informiert. Es ist. Und auch diese Verweilkanülen, bei diesen Verweilkanülen ist es so, dass von gelb bis grün sie alle bis 21 bar oder 325 PSI, das ist noch ein alter Wert hier, den muss ich noch korrigieren, zugelassen ist. Also es gibt mittlerweile gute Alternativen, die auch im niedergelassenen Bereich wunderbar auch abgerechnet werden können. Es entstehen keine Zusatzkosten. Insofern ist das wunderbar. Und vielleicht ist es ein Argument, sich da mal mit denjenigen, mit den Einkäufern oder Verkäufern in Verbindung zu setzen. Okay, jetzt aber zum Thema Kontrastmittel in der CT. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt die CTs und es gibt die Injektoren. Und oft sind die CTs super optimiert und so weiter. Aber ich erlebe es immer wieder, dass die Applikationsspezialisten sagen, nee, also die Kontrastmittelprotokolle, da muss sich jemand anders drum kümmern. Die Injektorhersteller sagen, wir dürfen keine Empfehlung machen. Die Kontrastmittelhersteller machen auch nur allgemeine Empfehlungen. Und dann haben wir da so einen schönen Injektor und Kontrastmittel nebendran. Aber irgendwie sind die nicht so optimal abgestimmt auf das CT. Und das soll das Thema der nächsten Minuten sein, weil nur dann, wenn beides vernünftig zusammenspielt, dann haben wir richtig gute Diagnostik und man kann sehr, sehr viel. Es ist sehr schade, wenn wir uns im CT viel Mühe geben, aber das Kontrastmittel vernachlässigen. In der CT-Bildgebung haben wir zwei elementare Dinge, die wichtig sind. Einmal haben wir die Bildqualität und einmal haben wir den Kontrast. Und nur wenn die, wie ich schon gerade gesagt habe, beide gut ineinander spielen, dann erzeugen wir wirklich auch super Ergebnisse. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Gut, ich gebe zu, das ist jetzt kein Kontrastmittelbeispiel, aber es zeigt es sehr, sehr schön. Sie sehen, dass die Bilder immer rauschiger werden. Und was vielleicht auch auffällt, ist, dass die Niedrigkontraste, also die geringen Kontrastunterschiede, die ersten sind, die verloren gehen in diesem Rauschen. Und nur die Strukturen, die wirklich einen brillanten Kontrast haben, also einen hohen Kontrastunterschied, wie zum Beispiel auch die Augenbrauen und so weiter, die können wir auch bei vielleicht nicht ganz so optimaler Bildqualität sehen. Und da wir im CT immer ein gewisses Bildrauschen haben, ist es wichtig, auf jeden Fall dafür zu sorgen, einen vernünftigen Kontrast zu produzieren, damit wir einfach auch alles sehen können, was wir sehen wollen. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wir zwei Ausrichtungen von Kontrastmittelprotokollen haben. Und zwar einmal Protokolle, die auf arterielle Untersuchung fokussiert sind und zum anderen, die auf Parenchymuntersuchung fokussiert sind. Und bei den arteriellen geht es um einen möglichst hohen Kontrast in den Arterien, logischerweise, während wir bei den Parenchymuntersuchungen, da zählt hauptsächlich die Leber dazu, aber die ist ja bei fast allen Bauchuntersuchungen mit dabei, dass wir einen möglichst hohen Parenchymkontrast haben von etwas von mehr auf jeden Fall als 90 Hounsfield Units, solange die Leber nicht zu sehr verfettet ist. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Ansprüche an das Protokoll, während bei den arteriellen Untersuchungen der führende Parameter die Jodmenge pro Zeit ist. Das heißt, am Injektor ist es der Flow. Ist es bei den Parenchymuntersuchungen die Jodmenge pro Kilogramm Körpergewicht, die zentral eine Rolle spielt.
Und jetzt fangen wir einfach mal mit den arteriellen Untersuchungen an. Das ist mal so ein ganz, ganz typisches Kontrastmittelprotokoll. Hier an einem Metron-Injektor mit der neuen Oberfläche, die ich persönlich sehr, sehr schick finde, ehrlich gesagt. Und war schön aufgeräumt. Also wir haben hier das Volumen und wir haben hier die Förderrate. Und das heißt, über die Förderrate können wir die Jodmenge pro Zeit am Injektor definieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen eine gewisse, im Idealfall, wir reden jetzt erstmal nur vom Idealfall. Nächste Woche reden wir von den Sonderfällen, okay? Also im Normalfall wäre so für die meisten Untersuchungen ein Flow von 3 bis 3,5 ganz schick. Bei CTAs wäre es schön, wenn es ein Vierer-Flow mindestens ist, gerne auch ein bisschen mehr. Perfusion bitte immer mit Fünfer-Flow fahren. Also im Prinzip gibt es da eigentlich keine Ausnahme. Und auch bei Leber-CTs, da komme ich nachher noch drauf, ist ein hoher Flow elementar wichtig. Das auch bei mehrphasischen Abdomen-CTs nicht nur mit einem Zweier-Flow fahren, sondern auch lieber mit einem höheren Flow, wenn der Patient das zulässt, also die Venen des Patienten. Und warum brauchen wir diese hohen Flowraten oder so relativ sportliche Flowraten? Weil je höher die Flowrate ist, desto höher wird auch der Kontrast im Gefäß. Ja, das ist einfach so, das ist ein direkter Zusammenhang über die Injektionsgeschwindigkeit. Wir können es auch steuern ein bisschen über die Jodkonzentration. Das heißt, je höher die Jodkonzentration ist, desto eher können Sie auch mit moderaten oder geringen Flowraten sehr gute Kontraste erzeugen. Aber je geringer Ihre Jodkonzentration ist, desto mehr müssen Sie auf hohe Flowraten setzen bei rein arteriellen Untersuchungen. Und das, was Sie jetzt hier sehen, ist im Prinzip die heilige Formel, der heilige Gral der Kontrastmittelprotokolle, wenn es um arterielle Protokolle geht, arterielle oder Gefäßuntersuchungen. Und da sehen Sie, womit das Protokoll eigentlich, woran sich das orientiert. Und zwar primär an der Scanzeit, denn wir brauchen bei einer arteriellen Untersuchung nur so lange eine Boluswelle, solange wir drüber fahren. Fahren wir 10 Sekunden drüber, brauchen wir 10 Sekunden Boluswelle. Fahren wir 5 Sekunden drüber, brauchen wir nur 5 Sekunden. Also die Scanzeit ist bei rein arteriellen Untersuchungen eine der elementare Orientierung. Dann haben wir noch eine Wartezeit nach dem Bolus-Checking. Die ist, je schneller die Scanner sind, eher so Richtung 5 bis 10 Sekunden. Bis 16 Zeiler ist sie eher bei 5 Sekunden ungefähr. Und dann multipliziert mit Flow. Und dann kommen Sie auf das Kontrastmittelvolumen und dann haben Sie im Grunde das Protokoll fertig. Und die Scan-Geschwindigkeit oder die Scan-Dauer vielmehr, die können Sie an jedem CT ablesen. Das heißt jetzt nicht, dass Sie das immer müssen, weil jeder Thorax ist ungefähr immer gleich lang, jede Aorta ist immer gleich lang von der Scan-Dauer ungefähr, weil die Patienten nicht so wesentlich variieren. Aber sobald Sie an der Scan-Dauer was ändern müssen, sollten Sie auch darüber nachdenken, vielleicht was am Kontrastmittelprotokoll zu tun. Und diese Formel kann Ihnen dabei helfen. Ein paar Beispiele. Ich habe mal zwei typische CTs nebeneinander gestellt. Also wir haben jetzt eine arterielle Untersuchung des Thorax, entweder Aorta oder LAE. So, und das ist jetzt hier ein moderner 32-Zeiler. Ich habe mich hier mal an dem Siemens Go-Up orientiert. Der hat zwar 32 Zeilen, aber hat auch dann nur einen Detektor von 19,2 Millimeter. Das heißt, er besteht aus 32 mal 0,6 Millimeter Detektorelementen, hat dann einen Pitch üblicherweise von 0,8, Rotation 0,8. Das heißt, er braucht für diese Strecke 18 Sekunden. Wartezeit nach dem Bolus-Tracking sind 5 Sekunden für Atemkommando und so weiter. Und Flow habe ich jetzt mal einen 3,5er Flow genommen, dann bräuchten wir hierfür 81 Milliliter. Gleiche Situation, gleicher Patient, anderes CT, 64-80 Zeiler, der ist natürlich deutlich schneller, der braucht nur 5 Sekunden, dann bräuchten wir hierfür nur 40 Milliliter. Alles, was wir dann darüber hinaus spritzen würden, würden wir im Bild im Prinzip nicht mehr sehen. Anderes Beispiel, Untersuchung des Abdomens, Aorta abdominalis beispielsweise, hier wieder gleiche CTs verglichen. Hier brauchen wir 23, hier 7 Sekunden. Hier bräuchten wir 100 Milliliter, weil die Scan-Dauer ja länger ist. Und hier brauchen wir 40 bis 50 Milliliter. Immer basierend auf dieser Formel. Jetzt mal einen ganz langen Untersuchungsbereich. Sie sehen, das Prinzip ist relativ einfach, wenn man es mal
wenn man es mal durchschaut hat. Und diese Formel kann Ihnen im Alltag sehr, sehr helfen. Hier bräuchten wir im Prinzip 140 Milliliter knapp und während wir hier bei dem schnellen CT lediglich ein bisschen mehr als 50 Milliliter brauchen. Das heißt, je schneller Ihr CT ist, desto eher können Sie auch bei rein arteriellen Untersuchungen auch Kontrastmittelvolumen sparen. Beziehungsweise, wenn die Untersuchungsdauer länger wird, dann sollten Sie darüber nachdenken, auch länger zu spritzen. Und das ist ein Fall, bei dem genau das passiert ist. Und den möchte ich Ihnen mitbringen. Oder habe ich ihn mitgebracht und mal vorstellen. Und zwar ist es so, es waren 64 Zeiler, es ging um die thorakale Aorta und die sollte ausnahmsweise mal EKG getriggert gefahren werden. Und das hat man dann gemacht, man hat die EKG-Triggerung eingeschaltet, man hat das ganz normale Kontrastmittelprotokoll für die thorakale Aorta genommen, das hinterlegt war. Es war nur ein Dreierflow hinterlegt, aber okay, 70 Milliliter, Injektionsdauer 23 Sekunden. Und dann kamen diese Bilder raus. Ja, und ich wurde angerufen und sagen, warum verdämmert der Kontrast? Und dann habe ich mir das mal angeguckt, habe gesagt, naja gut, durch die Tatsache, dass wir EKG getriggert gefahren wurde, wurde die Scanzeit deutlich länger. Sie waren nämlich nicht mehr 9 Sekunden, sondern jetzt 26 Sekunden. Interessant ist auch, dass eigentlich das klassische Protokoll, was mit 70 Milliliter gefahren wurde, gar nicht so viel Kontrastmittel bräuchte. Mit 40 bis 50 Milliliter würde das auch reichen. Aber für die EKG-getriggerte Untersuchung wären über 90 Milliliter sinnvoll gewesen. Das heißt, hätte dann das Protokoll aussehen müssen. Weil der Scan um so und so viele Sekunden länger gedauert hat oder einfach länger gedauert hat, ist es so, dass wir eben einfach mehr Volumen geben müssen. Im Prinzip relativ einfach. Wir wissen also jetzt, oder Sie wissen jetzt, Jodmenge pro Zeit, also der Flow am Injektor, ist eine der zentralen Elemente der arteriellen Phasen, der rein arteriellen Phasen. Und diese Formel, die möchte ich Ihnen auf jeden Fall mit ans Herz legen. Gucken wir uns jetzt die Parenchymuntersuchung an. Bei den Parenchymuntersuchungen geht es um Jodmenge pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Denn Sie können auch an diesen beiden Bildern schon sehr gut sehen, warum das wichtig ist. In der arteriellen Phase haben wir natürlich noch keine Parenchymkontrastierung in der Leber. Das heißt, die Metastase, die hypodense Struktur, die ist schon da. Wir sehen sie auch. Aber erst wenn wir einen möglichst guten Parenchymkontrast haben, dann haben wir wirklich auch den Kontrastunterschied, den wir brauchen, um auch kleine Läsionen sehen zu können. Sie sehen, hier ist eine kleine Läsion da. Wenn man es genau weiß, dann kann man natürlich immer hier hingucken und sagen, ja, Moment, die haben wir ja auch gesehen. Ja? Aber Sie sehen den Unterschied. Metastasen in der Leber sind in der Regel hypodens, weil sie das Kontrastmittel schneller durch so Kurzschlussverbindungen wieder ausscheiden. Das heißt, wir brauchen einen guten Leberkontrast, damit wir die Hypodensen oder einen guten Kontrastunterschied hinbekommen zu den Pathologien, die wir sehen wollen. Und das, was ich immer wieder erlebe, und ich im Idealfall ist das, sagen Sie, ja, das mache ich ja alles schon so und dann ist es perfekt. Ja? Aber das ist das, was ich erlebe. Es gibt unterschiedliche Patienten und es gibt in vielen Häusern, manche Häuser nehmen 80 Milliliter, manche nehmen 100 Milliliter mit einem Flow von 3 und zwar für alle. Ja, bei Schlanken gehen sie mal ein bisschen runter, aber sie gehen auf keinen Fall hoch. Und was passiert dann, wenn Sie sowas machen? Dann bedeutet das, dass die Schlanken einen super Kontrast haben in der Leber, auch die arterielle Untersuchung, aber die adipöseren Patienten, gut, das sind jetzt hier keine Adipösen, aber das zeigt das Bild mal so ein bisschen, bei den adipöseren Patienten wäre dann der Kontrast schlecht und dann geht die Diagnosequalität flöten und dann ist das Kontrastmittel, was wir gespritzt haben, hat nicht so sinnvoll eingesetzt, das muss man ganz klar sagen, also einfach von auch der rechtfertigen Indikation, wir sehen einfach weniger und warum sollte man das tun? Deswegen, wir brauchen den Kontrast im Parenchym, damit wir einfach die Pathologien sehen können. Und deswegen ist es ganz, ganz hilfreich und sinnvoll, gewichtsadaptierte Protokolle zu machen. In der Literatur steht 500 Milligramm Jod pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die Empfehlung in den Publikationen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz gut akzeptiert wird, 360 bis 400 Milligramm Jod. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel 350er oder 370er KM haben oder 400er KM haben Sie, dann können Sie ungefähr so viel KM Volumen nehmen, wie der Patient wiegt. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Wenn Sie niedrigere Konzentrationen verwenden, dann ist es natürlich so, dass Sie vom Volumen her einfach ein bisschen mehr geben müssen. Grundsätzlich ist es so, dass für die meisten Kontrastmittel oder dass sie bei den meisten Kontrastmitteln, zumindest wenn ich in die Fachinformationen gucke, 250 Milliliter pro Patient geben dürfen. Das heißt, wir sind hier mit 100, manchmal 120, vielleicht auch mal 140 Milliliter immer noch sehr moderat unterwegs. Natürlich vorausgesetzt, dass die Nierenwerte in dem Bereich sind, dass man sich das auch zutraut. Also gewichtsadaptiert wäre schön, denn ein schlanker Patient, der braucht natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein 300er KM habe und ich würde normalerweise 100 Milliliter KM verwenden, dann würde das etwa bis 85 Kilo Patienten reichen vom guten Kontrast. Danach würde der Kontrast systematisch schlechter werden. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn man einen 60 Kilo Patient untersucht, man dann keine 100 Milliliter geben müsste. Also man kann bei den Schlanken sparen und bei den Kräftigeren gibt man halt ein bisschen mehr. Und jetzt kommt noch was dazu, was ich lange Zeit nicht auf dem Schirm hatte, aber dann habe ich dieses Bild gesehen von radiologyassistant.nl von der Homepage und da wurde mir das klar. Wenn wir ein mehrphasisches CT fahren vom Bauch, dann haben wir eine arterielle Phase und in der arteriellen Phase wollen wir die primären Lebertumore sehen. Und diese primären Lebertumore sind in der Regel die leuchten, also hyperdens in der arteriellen Phase. Was mir aber nicht klar war, ist, dass wenn ich natürlich nicht genügend Jod pro Zeit in den Patienten injiziere, dann kann natürlich der Tumor auch nicht richtig leuchten. Das heißt, es ist durchaus mal hilfreich darüber nachzudenken oder sinnvoll darüber nachzudenken, mal auch in den arteriellen Phasen von mehrphasischen Abdomen-CTs, von im Prinzip allen Onko-CTs, wo der Bauch mit dabei ist, also auch bei Thorax, Abdomen und so weiter und so fort, eher mal höhere Injektionsraten zu verwenden. Ich weiß, Sie werden gleich sagen, Fünferflow bei unseren Onkopatienten, vergiss es. Ja, Sie haben recht, das ist in der Regel nicht so einfach. Aber wenn Sie statt ein 2,5er Flow schon mal ein 3,5er nehmen, dann haben Sie schon mal was gewonnen. Und vielleicht auch da nochmal der Hinweis, wenn Sie einen Kontrastmittellieferanten haben, der auch höhere Jodkonzentrationen hat, dann nehmen Sie doch bitte, wenn es irgendwie geht und es nicht gleich die Insolvenz des radiologischen Instituts bedeutet, die höheren Jodkonzentrationen. Weil je höher die Jodkonzentration ist, desto eher können Sie mit geringeren Flowraten, das haben wir ja oft, sehr, sehr gute Kontraste erzeugen. Während wenn Sie 300er KM haben, sind Sie gezwungen, eher auf die höheren Flowraten zu gehen, damit Sie adäquate und vernünftige Kontraste in den Gefäßen tatsächlich auch haben. Also ich fand das jedenfalls sehr spannend und deswegen bin ich eigentlich so weit mittlerweile, dass ich sage, wenn es irgendwie geht, und ich rede jetzt nicht davon, dass wir das immer schaffen, also immer schaffen können wir gewichtsadaptiert, das Volumen gewichtsadaptiert zu machen. Aber ich versuche mittlerweile tatsächlich die Injektionsdauer von 30 bis 33 Sekunden immer konstant zu halten. Das heißt, adipösere Patienten, zum Beispiel 120 Kilo, die bekommen mehr Volumen, aber dieses mehr an Volumen versuche ich mit einer höheren Injektionsgeschwindigkeit in den Patienten zu bringen. Denn Sie wissen vielleicht oder haben das schon beobachtet, je kräftiger der Patient ist, desto flauer wird der Kontrast, wenn wir das Kontrastmittelprotokoll nicht anpassen. Und das ist im Grunde eine sehr, sehr gute Basis für eine sehr gute CT-Diagnostik, was die Kontrastmittelapplikation angeht. Also zum einen das Kontrastmittelvolumen hochzufahren, je schwerer der Patient ist, und den Flow mitzuführen. Wenn es dann mal so sein sollte, dass wir einen 120-Kilo-Patient haben und der kann halt nur einen 2,5er Flow kriegen, dann ist das so.
dann ist das für die arterielle Phase blöd. Für die portalvenöse Phase ist das aber absolut okay, vorausgesetzt, sie wird dann auch dementsprechend später gefahren. Aber wenn Sie das mit Bolus-Tracking machen, dann wird das in der Regel ausgeglichen. Und nächste Woche werde ich auch gerade solche Fälle, die eben nicht dem Standard entsprechen, mal vorstellen und Ihnen mal Tipps geben, wie Sie sich verhalten können, wenn Sie, um dann trotzdem noch sehr, sehr gute Ergebnisse zu kriegen. Und was Sie auch sehen ist, je höher die Jodkonzentrationen werden, desto geringer wird das Volumen, das Gesamtvolumen an Kontrastmittel, was wir spritzen müssen. Und natürlich auch die Flowraten werden moderater. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Sache ist. Hier haben Sie dann unabhängig vom Patientengewicht einen guten Parenchymkontrast, gleichzeitig auch einen guten arteriellen Kontrast, vorausgesetzt, die Gefäßsituation lässt es zu. Und zusammen mit Ihren guten CT-Protokollen, von denen ich sicher bin, dass Sie sie haben, wird das, wenn Sie das bisher noch nicht machen, aber vielleicht jetzt drüber nachdenken und es jetzt einführen, einen deutlichen Gewinn in der CT-Diagnostik geben. Zumindest ist das die Rückmeldung, die ich immer habe von den Protokolloptimierungen, die ich in den verschiedensten Orten in Deutschland und auch Österreich und Schweiz betreibe. Wenn diese Bilder dann rauskommen und sagen, hey, das ist ja toll, aber auch bei den adipöseren Patienten werden die Kontraste jetzt besser. Also insofern, ich lege es Ihnen ans Herz und bin damit jetzt auch tatsächlich in der Zeit und fasse nochmal zusammen. Bitte verwenden Sie Multi-Use. Es gibt, jeder Hersteller hat es mittlerweile, es gibt keinen Grund. Gut, vielleicht sind es die Kosten ein Stück weit, aber ich glaube, das sollte nicht das Thema sein. Es gibt zwei Ausrichtungen von Kontrastmittelprotokollen. Das war das zentrale Element heute. Arterielle Untersuchung, Jodmenge pro Zeit. Das heißt, der Flow ist das zentrale Element und auch die Scan-Dauer, die Sie brauchen, um die eigentliche Untersuchung zu fahren. Und wenn Sie diese Formel vielleicht sich merken und einfach auch, es geht nicht darum, dass Sie jedes Mal rechnen, sondern es geht darum, dass Sie vielleicht, wenn Sie das Gefühl haben, das Kontrastmittel läuft ja noch, obwohl der Scan schon fertig ist, dass Sie dann wenigstens eine Orientierung haben, wie weit können Sie runtergehen mit dem Kontrastmittelvolumen, damit es dann passt. Es soll Ihnen einfach ein bisschen helfen, Ihre Kontrastmittelprotokolle mal zu beleuchten und mal zu gucken, kann ich da vielleicht was tun. Und last but not least, wie gesagt, hatten wir besprochen, Leber, Parenchymuntersuchung, also Parenchymuntersuchung allgemein, aber insbesondere die Leber, gewichtsadaptierte KM-Protokolle für den Bauch bitte verwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. 360 bis 400 Gramm Jod pro Kilogramm Körpergewicht. Und im Idealfall gucken Sie, dass Sie nicht nur das Volumen anpassen, sondern auch den Flow so anpassen, dass die Gesamtinjektionszeit so um die 30 Sekunden bleibt, denn dann haben die Patienten auch in der arteriellen Phase einen sehr, sehr schönen Kontrast. Gut, dann bin ich in meiner Zeit geblieben, lieber Jörg. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, dass Sie schon das ein oder andere mitnehmen konnten. Und vielleicht sind ja Fragen da, lieber Jörg. Und ja, dann versuche ich die jetzt einfach mal nach bestem Wissen zu beantworten. Ja, lieber Alex, ich habe ja versprochen, einige Fragen zu sammeln. Zuerst mal ganz, ganz vielen Dank für diese aus meiner Sicht sehr gelungene Ausführung. Ich darf sogar Lob über diesen F&A-Button mit dir teilen, der da auch zusätzlich zu den Fragen eingegeben wurde. Also das gebe ich sehr gerne weiter. Dankeschön. Kommen wir mal zu den Fragen, die ich gesammelt habe. Es geht also los mit einer Frage zu den Kolben. Und zwar, auf was bezieht sich denn, ich drücke es jetzt mal in der, vielleicht umgangssprachlicher aus, auf die durchgestrichene 2. Bezieht sich das, muss man den Kolben pro Patient wechseln oder muss man den Kolben pro Rüstung der Kontrastmittelspritze wechseln? Das war zum Beispiel eine Frage. Genau. Lieber Jörg, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ja, du bist ja der Profi, was das angeht. Also, wenn man einen Kolben mit einer durchgestrichenen 2 korrekt verwenden würde, müsste man ihn nach jeder Injektion verwerfen. Korrekt. Also, ja, also es gibt zum Beispiel Multi-Use-Systeme, wo dann zum Beispiel, wo man sagt, okay, ein Gebinde, also eine 500-Milliliter-Flasche kann man, da gibt es dann auch ein paar Zusätze, aber wenn eine durchgestrichene 2 da ist, muss sie offiziell, wenn man es korrekt macht, nach jedem Patienten verworfen werden. Genau. Super, vielen Dank. Dann die nächste Frage, das ist vielleicht eher eine These.
Ich gebe sie jetzt mal rein. Vielleicht, dass du ein bisschen was dazu sagen kannst. Das Problem sei nicht adipös, sondern eher muskulös. Ja, das ist, also die Muskulösen sind natürlich noch eine Runde heftiger, das ist richtig. Die sind meistens nur nicht ganz so oft wie die adipösen Patienten, wie ich finde. Das ist insgesamt richtig, weil auch noch die sehr muskulösen generell ja auch noch ein höheres Blutvolumen haben, noch mal stärker verdünnen. Aber was wir generell haben bei höheren Gewichten ist, dass die Strahlen aufgehärtet werden. Gut, bei Muskelmasse noch stärker als bei Fett. Aber das führt insgesamt dazu, dass wir, dass die Strahlung aufgehärtet wird und höhere Energien zum Bild wirksam werden und die höheren Energien einfach den Effekt haben, dass sie den Kontrast noch mal ein bisschen schlechter machen. Also ich glaube, ja, also ich weiß, dass die Muskulösen kritischer sind noch als die Adipösen, aber ich gehe nicht so weit, dass ich sage, naja, wäre mir so egal, dass ich grundsätzlich nur bei muskulösen Patienten dann am Kontrastmittelprotokoll spiele. Aber bei denen wird es meistens, sagen wir mal, wird es noch anspruchsvoller. Da gebe ich recht, ja. Okay, vielen Dank. Dann die nächste Frage. Hier geht es um Interesse bei Gefäßuntersuchungen bei ganz langsamer Geschwindigkeit. Ich nehme jetzt an, man meint den Flow. Was muss denn da beim Protokoll beachtet werden? Also das ist, ich bespreche es nächste Woche, aber ich sage es trotzdem. Also wenn es wirklich mal so sein sollte, dass die Injektionsgeschwindigkeiten sehr langsam sind, also sehr langsam ist unter Flow von 2. Bis Flow von 2 kann man es eigentlich noch relativ gut mit Bolus-Tracking machen. Der Kontrast wird schlechter. Wenn das CT und der Patient jetzt nicht zu kräftig ist, kann man die KV reduzieren, weil die boostet den Kontrast noch ein bisschen. Ansonsten würde ich folgendermaßen vorgehen. Ich würde, wenn die Injektionsgeschwindigkeit wirklich sehr langsam sind, mehr Volumen nehmen. Also was weiß ich, wenn das Standardprotokoll 60 Milliliter wären, dann würde ich 100 Milliliter nehmen und würde den CT-Scan dann starten. Ich mache dann kein Bolus-Tracking mehr. Ich mache es zumindest so und den CT-Scan starten zu dem Zeitpunkt, wenn der Injektor von KM auf NRCL umschaltet. Das heißt, das gesamte Volumen reinlaufen lassen. Und dann starten, wenn der Injektor auf NRCL umschaltet. Und dann kriegt man in fast allen Fällen die bestmöglichen Kontrast, arteriellen Kontrast, den wir erreichen können, trotz schlechter Injektionsbedingungen. Aber ich zeige auch nächste Woche nochmal Bilder dazu. Super. Das ist doch toll und hoffentlich ein Anreiz, nächste Woche nochmal teilzunehmen. Nächste Frage. Wir haben die Frage hier bekommen, was ist denn das maximale Volumen an Kontrastmittel im CT-Bereich, was man spritzen darf? Ja, nach meiner Information, es hängt ein bisschen, also am besten mal in die Fachinformationen vom KM gucken, also die Beipackzettel. Ich habe da verschiedene Varianten gesehen. Ich weiß, dass die meisten Kontrastmittel 250 Milliliter das ist sozusagen erlaubt. Es gibt, bei Accupack ist es, bei GE ist es so, da steht drin, es ist dem Anwender überlassen, wie viel Kontrastmittel er gibt, aber bei vielen Kontrastmittelherstellern steht dann 250 Milliliter maximal pro Untersuchung, pro Tag, pro Patient. Und wenn man sich überlegt, dass Kardiologen ja zum Teil bis zu 1,5 Liter in die Patienten spritzen, was jetzt nicht anzustreben ist, aber 250 Milliliter kann man machen. Also wir sind in dem, was wir machen, ziemlich safe. Genau. Okay. Dann die nächste Frage. Ob du schon mal eine Stauchung des Bolus erlebt hättest? Ich lese nochmal weiter vor. Wir hatten kürzlich einen 10 Sekunden langen Bolus, aber das Plateau der maximalen Kontrastierung dauerte 8 Sekunden. Wir gehen von einem, in Anführungszeichen, Versacken in, ich kann es jetzt gar nicht genau lesen, von einem Versacken aus. Also ich finde das spannend, also das ist sehr spannend. Also ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wie man jetzt die Dauer des Bolus tatsächlich misst, aber ich habe es ehrlich gesagt nie so in der Tat erforscht, sagen wir mal so. Aber ich weiß, aber wenn der Bolus ja dann, der wird ja gestaucht, das heißt, er wird ja kürzer. Und das Einzige, was wirklich passieren kann, ist, was ich mir so vorstelle, es gibt ja Patienten, die poolen das Kontrastmittel so unglaublich stark im Herzen. Die sammeln erstmal und dann schmeißen sie es raus. Vielleicht, dass es damit was zu tun hat. Also was ich eher beobachte, ist, dass es gestreckt wird. Ja, das ist eigentlich eher, aber gestaucht.
Weiß ich jetzt noch nichts, aber ich weiß, wer auch immer diese Frage gestellt hat, kann mir gerne eine WhatsApp, über meine Homepage findet ihr E-Mail und so weiter, gerne die Frage nochmal schicken. Ich würde das im Zweifelsfall mal, ich habe ja so die ein oder anderen Joker, die ich dann fragen kann, mal diskutieren. Vielleicht finden wir eine Antwort. Also ich finde die Frage sehr spannend, aber ich habe ehrlich gesagt noch keine richtige Antwort darauf. Okay, dann haben wir hier die Frage nach dem ZVK für Hochdruckinjektion. Ist dieser denn geeignet? Nächste Woche Mittwoch wart ihr die Lösung. Offiziell sind die ZVKs für die Hochdruckinjektion nicht zugelassen. Punkt. Die meisten nicht. Es gibt welche, die sind es, aber die werden meistens nicht verwendet tatsächlich. Was ich empfehle, ist mal, wenn ihr sowieso mal Dienst habt oder wie auch immer, oder geht mal in die Notfallambulanz, lasst euch mal so eine Packung geben, guckt mal drauf, was steht drauf. Die meisten sind es offiziell nicht. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht trotzdem gut geben kann, denn das Lumen ist sehr, sehr groß. Und die Komplikationsrate ist sehr gering. Ich zeige nächste Woche Mittwoch tatsächlich auch, gebe ich nochmal ganz klare, gibt es auch Publikationen zu, klare Empfehlungen. Und wenn man sich einen Flow von zweieinhalb orientiert, dann ist man ziemlich safe. Aber es gibt wenig, was darüber konkret publiziert wurde. Aber das ist so eine Empfehlung aus der englischen Röntgengesellschaft. Mit der fährt man ziemlich gut. Aber es gibt Leute, die geben auch einen Fünfer-Flow über einen ZVK und haben da keine Schmerzen mit. Aber offiziell sind die meisten nicht zugelassen. Genau. Für eine weitere Frage haben wir noch die Zeit. Was halten Sie von 2 km-Gaben für eine Nierenuntersuchung zur gleichzeitigen Darstellung in der nephrographischen und Ablaufphase? Haben Sie dazu Tipps? Also ich finde es sehr, 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 sehr gut. Aus dem einfachen Grund, weil man dadurch eine komplette Akquisition sparen kann. Also man kann dann zum Beispiel, was weiß ich, nehmen wir mal an, es wäre eine nephrographische und urographische Phase gewünscht, dann könnte man 30 bis 40 Milliliter vorspritzen. Viele machen 30 Milliliter. Dann wartet man die Zeit. Theoretisch, wenn es so wäre, könnte man sogar das noch dem Patienten sozusagen noch geben, bevor er auf den Tisch kommt. Manche lassen ihn, es gibt Institute, die lassen die wirklich auch aufstehen, die Patienten, und lassen sie warten. Aber ich finde das aus Strahlenschutzgründen ein mega, mega Argument. Und was man vielleicht noch überlegen kann, weil es in der Regel bekommen ja die Patienten eine urographische Phase, die möglicherweise auch dort eine Stauungssituation haben. Und was manche machen, um sicherzustellen, dass auch wirklich das Nierenbeckenkelchsystem gefüllt ist, ist, dass sie kurz bevor sie mit dem eigentlichen Scan anfangen, auf Höhe der Nieren eine Schicht Ultra-Low-Dose machen, um zu gucken, ist das Nierenbeckenkelchsystem gefüllt. Also bei den Patienten, bei denen man das Sorge hat, das kennt man vielleicht noch früher von der Urographie, vom IVPÜ. Es gibt ja Patienten, da wartet man und wartet und wartet. Also das wäre noch für diejenigen, die noch ein bisschen unsicher sind, eine ganz gute Sache. Ansonsten kurz vorher noch mal Patient husten lassen, dann gibt es meistens eine peristaltische Welle. Aber ich finde diese Technik richtig, richtig, richtig gut. Okay, dann hätten wir noch eine schnelle Frage vielleicht eine kurze Antwort. Auswirkungen der Scanner, die Zeilen auf die Injektion. Also, wenn es um Parenchym geht, ist die Zeilenzahl egal. Der Leber ist es wurscht, ob sie unter einem 320-Zeiler liegt oder unter einem 6-Zeiler, das ist wurscht. Für rein arterielle Untersuchungen, alle CT-Angiografien und so weiter gilt, je kürzer die Scanzeit, das heißt, je mehr Zeilen die Kiste hat, desto geringer kann das Kontrastmittelvolumen sein, weil einfach wir kürzere Scanzeit haben und dann brauchen wir einen kürzeren Bolus. Das heißt, je langsamer der Scanner, desto mehr Volumen brauchen wir dann für rein arterielle Untersuchungen. Für Parenchym ist es im Grunde egal. Super, vielen Dank dafür, für die ganzen Antworten. Ich könnte dir noch einige Fragen stellen. Es ist einiges eingereicht worden. Schön, das freut mich sehr. Der Alex hat ja angeboten, gerne ihn auch nochmal direkt kontaktieren oder auch gerne über uns, über die Firma Metron. Wir müssen leider pünktlich zum Ende kommen. Daher ist die Zeit jetzt auch knapp bemessen. Das heißt, ich darf Sie nochmal auf den nächsten Termin hinweisen, am Mittwoch, 8. September. Also heute? Genau, auf auf das Folgeseminar und natürlich auch auf die nächste Woche, wo Alex Riemer auch nochmal was zu Anpassung von KM-Protokollen bei Untersuchung von Nicht-Standardpatienten sagen wird. Genau.
Genau. Und wie gesagt, also wenn jetzt jemand da ist, der noch bei dessen Frage oder deren Frage noch nicht beantwortet ist, gerne per E-Mail an mich oder an Metron schicken. Ich möchte wirklich jedem die Frage beantworten. Also bitte traut euch, macht das und ich beantworte die schnellstmöglich. Super, vielen Dank. Dann an Sie alle ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme. Wir hoffen, dass Sie nächste Woche nochmal dabei sind. Und herzliches Dankeschön für die Teilnahme und einen schönen Abend. Genau, und bringen Sie Freunde mit nächste Woche. Alles klar. Tschüss, schönen Abend und vielen Dank für die Zeit, dass Sie mir zugehört haben.